Bin ein wenig vergesslich, und zwar mal wieder letztens, ne, als ich an den Gefrierschrank wollte, mir was zu essen kochen, habe ich festgestellt, Mensch, was ist das denn da? Fliegt da noch so ein Stück PVC drin rum, und da fiel mir wieder ein, Mensch. Ich hatte doch für meinen Windradgenerator, wo ich das gebaut hatte und das Video gemacht hatte, extra noch so einen Reststreifen in den Gefrierschrank gelegt, weil ich mir mal zeigen wollte, wie sich das Material bei Kälte verhält. Weil PVCU ist ja so eine Geschichte. Ich habe hier mal einen schnellen Datenblattauszug, ist auch verlinkt in der Beschreibung, über PVCU, also weichmacherfreies PVC oder auch Hart-PVC, wie man es nennen möchte. In diesem Fall von Rohren, also Rohre, die aus PVC sind. Ich habe es hier mal markiert, man sieht es schon, bei niedrigeren Temperaturen nimmt die Schlagfestigkeit deutlich ab. Niedriger heißt hier unter 0. Also generell ist das bei so einem PVCU so, dass das unter 0 Grad halt die Schlagzähigkeit und so weiter sehr stark abnimmt. Das heißt also, man hat da durchaus ein Problem, wenn das Zeug noch irgendwie belastet wird. Und im Winter wird es ja durchaus mal kalt. Das ist zwar immer seltener der Fall, aber es passiert doch hin und wieder nochmal. Und tendenziell dann ja auch gleich relativ extrem. Bezogen auf mein Windrad, was ja aus Fallrohr, was auch aus PVC ist, also Marley-Ringrohr hergestellt ist, ist das natürlich ein ähnliches Thema. Deswegen war es ganz interessant, wie sich das Material verhält. Oh, und ich habe es vergessen und deswegen dachte ich, holen wir es jetzt mal nach. Das heißt also, ich habe mir den Streifen nochmal rausgekramt und ohne dass ich ihn anfasse an der Stelle, biegen wir ihn gleich mal hin und her und wir sehen, ja, wir haben halbwegs Glück gehabt, weil da passiert tatsächlich nicht viel. Das ist nur noch sehr zähelastisch, auch bei gefrierschranküblichen Temperaturen, sagen wir mal minus 18, minus 20 Grad sowas. Haben wir also grundsätzlich kein Problem. Zur Referenz habe ich dann nochmal kurz was genommen, was bei Raumtemperatur liegt, also irgendwie so auf dem Tisch ganz normal. Sieht eigentlich fast genauso aus. Also das kurz zusammengefasst gesagt, das verändert sich nicht wirklich. Also da passiert nichts, ob das jetzt kalt oder warm ist oder wie auch immer. Ich habe hier nochmal zwei Vergleichsbilder von den beiden Streifen. Das verändert sich nicht wirklich, ne? Also das ist relativ egal, was es für eine Temperatur hat. Man könnte es jetzt nochmal bei 60 Grad ausprobieren. Tendenziell wird es wahrscheinlich ein bisschen weicher werden, wenn die Sonne drauf ballert. Das ist ja aber nicht das Problem. Man sieht jetzt hier an den Stellen, man sieht es hier auf dem Foto ein bisschen schlecht, man hat es eben im Video wahrscheinlich besser gesehen. Es gibt so ein bisschen Stresspunkte hier logischerweise. Wenn das kurz vor dem Knicken ist, dann wird das da halt hell. Ich meine, das kennt man ja von Kunststoffen im Allgemeinen so. Wenn man die irgendwie zu stark stresst, biegt, zieht, irgendwas auch immer, dann kriegen die halt so weiße Risse da drauf, beziehungsweise so helle Risse. Und das passiert hier halt auch. Aber ganz ehrlich, so eine starke Biegung kriege ich auf meine Teile eh nicht drauf. Darum geht es gar nicht. Ich wollte halt nur wirklich mal krass ausprobieren, was passiert, ob es irgendwann vielleicht doch bricht oder spröde ist. Aber wie wir gesehen haben, es passiert da eigentlich fast gar nichts. Das heißt also, so kurz es war, es hat sich erledigt, das Thema. Also wir brauchen uns weiter keine Sorgen machen. Mein Windrad, so wie ich es gebaut habe, vor kurzem, Video ist auch nochmal verlinkt. Kann so bleiben, wie es ist, und es kann auch jetzt im Winter raus. Und bei Temperaturen, die vielleicht mal unter Null fallen, brauchen wir keine Sorgen haben, dass jetzt irgendwo, wenn mal was gegenfliegt oder mal ein Ast abbricht oder irgendwie, das ist ja öfter mal was in der Luft unterwegs, wenn es mal stürmisch ist, dass dann gleich Ecken rausbrechen oder so. Ist also kein Problem. Also, Thema erledigt. Euch noch einen schönen Tag und tschüss.